Es geht weiter mit Elden Ring. Wir sind gerade dabei, diese Hügellandschaft hier zu erkunden. Und schauen mal, was hier noch so passiert. Und ich hasse diese kleinen Roboter-Dinger. Die sind echt nervtötend. So, genau. Also, mir ist auch bewusst, ich habe drüben auf der anderen Seite noch gar nicht alles erkundet. Noch Gegner stehen lassen. Na, ich will mich jetzt erstmal hier umgucken. Warte, was kann ich mitnehmen? Blume. So. Sind hier... Das sind Menschen. Ich werde nichts sagen, aber dieser Hund sieht halt nicht so gesund aus, ne? Untersuchen hier die Ruinen, glaube ich. Ah, eine Sturmfalkenfeder. Was auch immer sie mir bringt. Da müsste doch unten irgendwo dieser Trupp unterwegs sein, ne? Genau, so, da... Schauen wir uns hier noch um. Na, von hier oben kannst du halt immer gut erstmal alles überblicken. Da ist ein Licht der Gnade, cool. Oh, da hinten wird gekämpft. Dann würde ich mal sagen... Okay, ein Riese. Boah, wohin folgt denn dieser Zauber? Autsch! Was hört denn hier so?
Na, schießt du sie? Na, kann ich sie hier anwenden? Nee. Sie ist schon ein spaßiger Gegner. Schwachsinn. Ein Messingschild. Ich würde zu gern wissen, was das war. Versuchen. Schloss voraus. Nacht suchen und dann Vorsicht. Riese voraus. Geist, was machen Sie hier? Raya Lucaria, heilige Hallen, die dem Studium der Magie gewidmet sind. Warum bleiben mir die Türen verschlossen? Darf ich die steinerne Krone nicht tragen? Okay. Okay. Okay, wir gucken mal, was hier oben ist. Ansonsten. Hier ist nichts weiter. Da ist ein Bär. Ah, da ist ein Licht der Gnade. Genau, das existiert hier. Der hatte ja eben, stand da, wurde da ja gesagt, ich soll es bei Nacht probieren. Probieren wir es mal. So, aufleveln noch nicht. Zeit vertreiben bis Nacht. Soll hier bei Nacht sein. Oh, ein Reiter. Dies scheint mir auch ein größerer Reiter zu sein. Ich habe jetzt aber keine Lust gegen Reiter, aber die Reiterduelle echt anstrengend und gar nicht so
Also man kann so mit normalen Gegnern kämpfen, aber irgendwie, weiß nicht. So. Genau, was haben wir da unten? Unten ist nix. Da scheint mir ein Rünenbär zu sein. Ferdi! So, dann... Schon wieder mein Pferd erwischt. Liegt aber auch daran, dass ich in seine Attacke gerannt bin. Ich würde, glaube ich, die andere Seite anlaufen. So. Ah, ich krieg mein Pferd nicht weg. Und wir haben ihn kalt. Oh Gott, war das eine Arbeit. Puh. Ja. Puh. Das war jetzt aber... Elegant war es nicht, würde ich mal sagen. So. Ich will mal nochmal was probieren und nochmal was gucken. Also, wundert euch nicht, oh, wenn ich kurz was anderes mache. Und zwar machen wir... ne, brauche ich ja gar nicht. So. Und zwar... Hier hin. Ne, da halt. Wo? Da. Kirche der... So. Ich sag doch, sie ist hier nirgends.
Was wir aber noch probieren können, ist... Ja, klang gerade so, als wäre hier ein Gegner. Warte, wo wollte ich noch hin? Ich wollte probieren... Genau, warte mal. Genau, hier. Ich sterbe hier immer noch nicht. Irgendwann müsste mir Anna mal zeigen, was für sie hier das Problem ist. Genau. Wir waren jetzt hier an der Brücke der Torstadt. Dann gehen wir wieder hin. So, dann gehen wir nämlich weiter. Wir haben noch ein paar Bosse erledigt. Ja, war noch gar nicht mal so schlecht, ne? So. Da ist dieser Ritter. Wie sieht's mit unserem... Ah, okay. Wir könnten mal gucken, ob wir gerade leveln können. Inventar, Moment. Wie viel geben die? Oh, 2000. Was war das? Status waren 12.000. Okay. Dann sagen wir mal noch, von denen hier Auswahl nutzen. 2. Ja, das reicht aus. Können wir einmal einen Stufenaufstieg machen. Und zwar sagen wir hierfür wieder, wir haben ja gesagt, wir machen Weisheit bis 15. An sich würde ich es gerne bis 18 machen. So. Oh, stärkere Wölfe. Ja, also ich hätte zum Erkunden zum Beispiel noch die rote Wüste. Wölfe. Komm, die machen wir mal direkt. Also die Wölfe sind auf dem Pferd nicht so problematisch. Wenn ich treffen würde. Den kriegt man auch noch. Ich wollte mal kurz gucken, was da hinten ist. Da hinten schleicht sich nämlich irgendjemand an. Ganze Zeit mehr. Ich drücke mal meine Hand jetzt gegen den Tisch beim Spielen. Da verkrampft die mega. Das ist nervtötend. So, wir wollten uns hier mal umgucken. Beziehungsweise ich wollte mich hier mal umgucken. Runensteine. Runenfragmente. Was oben auf dem Felsen hier ist. Das Auge.
ist wieder ein Boss. Was war das? Das Auge der Bestie zittert? Hier ist das gerade irgendwie. Was auch immer das bedeuten soll. Okay, hier ist nichts weiter groß. Oh, der hat mir aber gut getroffen. Blitz. Autsch. Okay, er kann nicht so nach hinten schießen. So, komm her. So, zur Hälfte haben wir ihn schon. Aufladen lassen. Ja, perfekt. Gebetbuch des Drachenkults. Warte mal, da oben war doch eine Hütte. Genau, da wollte ich hin. Da ist nämlich auch ein Licht der Gnade. Wuhu! Nannlicht und ein Gemälde. So. Gemälde Auferstehung. Ich habe mich mit den Gemälden auch noch gar nicht auseinandergesetzt, ne? Das sieht doch nach Falle aus. Oh, Schmiedstein 4. Wahrscheinlich. Also das ist der große Hauptbau. In welche Richtung gucke ich denn da? Na, hier so in die Ecke. Okay. Dann schauen wir uns mal hier unten um. Sieht man hier irgendwas? Nee, da nix. Nichts, nichts, nicht, nicht, nichts. Genau, so. Dann. Oh, scheint mir eine große Brücke zu sein. Ich könnte aber auch erstmal da hinten das hier erkunden. Wobei ich glaube, das ist wieder ein Turm, um ein eine Elden Ring Großrune oder wie auch immer die sich bezeichnen, aufzusuchen. Warte mal.
Ist das nicht sogar hier irgendwo? Ich schau mir mal das Gemälde an. In Winter. Da. Ja, das Gemälde Auferstehen. So, das Werk eines reisenden Künstlers erinnert an das Gemälde Auferstehung. Das heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Mhm. Die Seele des Malers und die Spuren seines letzten Moments kann man heute noch entdecken, wenn man... Okay. Dann ist das aber... Ist das, glaube ich, da oben oder so? Weil der Baum ist hinter der Burg. Ja, ja, dann wird das da oben irgendwo sein. So. Aber wir gehen mal hier den Turm uns angucken. Pop, pop. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es sehr anstrengend ist, noch weitere Level zu kriegen. Wir sind doch bestimmt wieder... Sag ich doch. Ich weiß nicht, ob ich aufgesammelt habe. Ah, gar nichts. So. Wollt ihr hierher kommen? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht drauf geachtet. So. Dann brauchen wir ja zum Glück nur unsere Seelen holen. Der Typ ist wieder da, ja. Könnte jetzt gegen diesen Boss mal probieren zu kämpfen. Oh, hier kann ich Leute beschwören. Ah, da ist das Boot. There is the boat. Wo ist er hin? Den auch treffen. Autsch. Jetzt hin. Warte. Wo ist er? Da hinten, glaube ich. Ach, da ist er. Der kann auch das nicht im Wasser machen. Okay. Thank you.
muss er jetzt hin? Da. Auch nicht viel, aber ein bisschen. Todeswurzel. Asche der Skelettbanditen. Okay. Cool, cool, cool. So. Liegen hier noch Sachen herum? Ich hab gedacht, hier war eben der Meinung, dass hier noch ganz viel rumlag. Kann man sagen, dass es Täuschung war. Für so ein Funkelvieh. Ah, da. Ich weiß nicht, was der jetzt gemacht hat. Okay. Da unten scheint wohl der Eingang für diesen Turm zu sein hier. Okay. Oh, da hinten ist noch so ein roter. Wie viel Heilung habe ich? Nicht so viel. Dann holen wir uns mal den roten. Da ist ein Einschlagloch. Nein, jetzt aber. Komm doch her. Danke dir. Haben wir jetzt wieder 9, ja. Perfekt. So. Dann haben wir auch diese Ecke erkundet und haben sogar einen Boss gelegt. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Ne, da will ich hin. Ja. Irgendwas klubbelte hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter und wir kümmern uns um die nächste Erkundung. Bis dann. Ciao.